Hallo Leute, willkommen zur 12. Folge Minecraft Varo. Naja, wir haben ja das letzte Mal den Strike bekommen. Genau. Und unsere Koordinaten liegen offen. Das bedeutet, wir haben ja 2 Folgen aufgenommen. Kurze Erklärung. Und ein Strike bedeutet, das war für mich der erste, dass meine Koordinaten nochmal in die Gruppe geschrieben werden. Es ist 20:15, wir hoffen, dass alle den Blockbuster gucken. Okay, bist du bereit, Franz? Ja, und ich bin aufgeregt, okay. Es ist aber jemand drauf. Oh, wirklich jetzt? Ja. Andy hat ja gut, das eine. Ja, ja gut, okay. Komm drauf. Okay, bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go. Zack. Holy shit. Hast du die Kobbelliste da auf Platz? Nein. Doch. Hier sind wir raus. Wir wollten direkt weg. Warte, komm. Okay, scheinbar joint uns niemand hinterher. Oder jetzt gleich, rattert die Konsole durch. Zack. Oh, Junge, schreck mich nicht so. Okay, komm. So. Warte, ich bin schon auf dem Weg. Okay, komm. Hau ab. Renn. Die Frage ist nur, da unten sind sie. Was sollen wir machen? Warte, wo? Renn! Da unten, wir da rennen unten einfach rechts weiter. Rechts von uns, okay. Da hinten irgendwo. Ja, wir rennen einfach weiter weg jetzt. Okay. Puh, was sollen wir machen? Na, weiter, da ist doch schon, ist ein Portal. Oh mein Gott, warte, wo ist das Portal? Na, rechts von uns. Rechts von uns? Ist das Portal? Ich sehe leider nicht, wo es ist. Pass auf mit dem Ding da. Da ist das Portal. Komm da rein. Ja, warte, pass auf. Ich muss auch zu dir kommen. Holy shit. Und dann hauen wir in der Oberwelt ab, schnell. Okay, warte, pass wegen den Fallen auf. Warte. Komm. Okay, Franz, ich bin da. Los, komm. Oh mein Gott. Komm. Wir hauen einfach ab. Wir sind zwar relativ gleich equipped, glaube ich, aber wir hauen einfach ab. Wir haben gerade keinen Bock auf den Fight. Einfach weg. Okay, erste Folge, Alter. Huiuiui. Gleiches Gefühl. Ich glaube, wir laufen sogar in die gleiche Richtung, kann das sein? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Warte. Das können sie ab hier nicht mehr wissen. Alter, was war das für Glück, dass da direkt das Portal war? Oh. Das ist genau die Richtung, in der wir am Anfang. Da steht unser erster Crafting-Table. Okay, das ist gut. Komm, wir rennen jetzt einfach zu unserer Team-Chest zurück, okay? Ist die in die Richtung? Ja, auf jeden Fall. Okay, warte mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz das Essen nach unten machen. Alter, aber ich kann es gerade nicht glauben, ne? Oh mein Gott, wir sind dem Snipe entkommen. Oh mein Gott. Weiter rennen. Ja, die Sichtweite ist ja sehr gering. Die können uns, also die Spieler sichtbar, erkennbar, whatever. Also, dass die Spieler so laden quasi, ist ja sehr gering. Ja. Und jetzt haben wir eigentlich Glück. Alter, was war denn das für Luck? Aber meinst du, die haben uns auf jeden Fall gesehen? Phil hat zu mir nach oben geguckt. Oder Banks, ich weiß nicht wer. Auf jeden Fall haben die zu mir nach oben geguckt. Ach egal, laufen. Guck mal, hier können wir sogar noch ein bisschen Tiere mitnehmen. Alter Falter. Alter, alles clean. Jetzt können wir uns wieder entspannen. Jetzt gehen wir weg. Wir wollten eh meinen, weil uns fehlt ja ein Haufen Eisen fürs weitere Enchanten. Und wir mussten eh nochmal zur Team-Chest wegen den Büchern. Ja, aber das Entspannte, muss man wirklich sagen, ist ja, dass es quasi blöd war, dass wir die zweite Folge direkt aufgenommen haben, weil dadurch ist es halt passiert, dass, wir im Nether dann waren, oder was? Genau, dass wir im Nether waren, als unsere Koordinaten gepostet wurden und, guck mal, Kühe! Nice. Warte, ich nehme die hier. Nimm nur die andere noch, Leder. Ja, Leder. Kannst du aufsammeln? Sehr schön. Ja, ich hab schon wieder 2 Leder. Okay. Weiter geht's. Ich hab 11 Leder. Ah, schon wieder Essen. Ja, ich auch. Okay, aber alles ist clean. Wir sind safe. Hühner auch mitnehmen wegen Federn, ne? Ja, genau. Ich hab schon 17. So. Holy shit. Ja, ich kann die jetzt gerade nicht aufsammeln. Warte, ich mach ein Seedback. Okay. Also. Ja, egal. Komm, lass uns einfach mal rennen. Da hinten ist noch ein Baum. Ne, warte, wir sind eigentlich direkt wieder am Villagerdorf, ne? Wie sieht's ja aus? Ja. Warte kurz. Hier sind die Kürbisse. Ist eigentlich alles noch clean. What the fuck? Ich hab mich gerade auf den Grasblock gebaut. Okay, kommst du rüber? Ja, gut. Ist eigentlich voll praktisch. Alter Falter. Ich kann mich noch erinnern, wo wir letztens hier über unseren ersten Strike, unseren zweiten Strike so ein bisschen rumgeheult hatten. Das war genau hier. Wir sind gleich da. Oh Mann, Alter. Ich hoffe, die finden uns jetzt nicht, ne? Die könnten ja denken vielleicht. Glaubst du, die denken, dass wir denken, dass wir... das was? naja, ich denke nicht, dass sie jetzt eine Folge verschwenden würden, um uns irgendwie potenziell zu suchen. Ja, also zu 100% wissen die nicht, wo wir sind. Okay. Wie lange sind wir denn jetzt schon drauf? Ich habe ja vorher schon 5 Minuten etwa. Okay. Oh mein Gott, mein Herz rast noch übelst. Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin richtig am Ende. Okay, gut.
Ich hatte nämlich letztens noch gelesen in den Kommentaren, dass irgendjemand meinte, hier wären noch Bücher, aber das ist hier scheinbar ein bisschen... Mit dem Bull... Warte, was ist hier drin? Da ist eine Kiste. Warte ja, mal. Nee, das ist diese Kiste, die ich schon mehrmals geöffnet habe. Da ist nichts, wirklich, da ist nichts. Okay, gut. Ist die normalen Villager davon drin? Nee, die ist nicht. Die hat irgendeiner aufgestellt, aber irgendwie Redstone oder sowas drin. Okay, wir sind gleich bei der Team-Chest. Da können wir... Ich gehe mal lernen wir auf die Wiese. Dann lernen wir die nämlich noch und... Oh, so. Ich gehe schon mal zur Team-Chest, okay? Ja, ich lerne oder ganz kurz ein bisschen. Oder ist die hier? Nee, die ist hier noch einen Berg weiter drüben, glaube ich. Alter, mein verdammtes Herz rast. Meine Ringleuchte ist einfach gerade kurz ausgegangen. Alter, das ist jetzt ein Zeichen. Alter, das ist ein ganz böses Zeichen. Was war das denn? So. Holy shit, Alter. Wenn jetzt hier gleich irgendwie Strom oder so ausgeht, ja dann echt geil. Alter, was zum Teufel war das? Als ob gerade so kurz die... Ups. Das war übel Magic Happens, Alter. So, was soll man mitnehmen? Die Bücher? Da ist übrigens unser letztes Zuckerrohr drin, unser Obsidian. Ja, okay, warte, ich komme mal kurz zu dir. Soll ich hier kurz einen Ofen aufstellen und kurz noch Zeug brennen? Ja, warte, lass uns alles brennen, was wir haben. Hast du Kohle? Ja, ganz viel. Warte, ich tue es ganz kurz in die Kiste. Ja, pack's bitte mal kurz rein. So, in die Kiste. Was laber ich hier gerade, Alter? Okay, warte mal. Haben wir noch einen Amboss? Nee, ne? Das nicht. Warte, hier ist noch 6 Flint. Ich mach mir mal noch ein paar Pfeile. Das tue ich hier rein. Okay, wir brauchen Zuckerrohr eigentlich auch, ne? Ich hab, hier liegt halt noch ein Zuckerrohr in der Kiste. Ja, das müssen wir anbauen, unbedingt. Und sonst, was sollen wir hier machen? Hier ist auch noch das Diamantschwert drin. Redstone ein bisschen mitnehmen, oder? Ja. Oh, ich hätte echt keinen Bock gehabt, im Nether zu kämpfen, ne? Ich auch nicht. Die Gefahr ist, wenn ihr einer Fire Aspect hat, dass wir einfach... Wir haben ja Fire Aspect. Ich habe ja auch Fire Aspect. Ne? Ja, aber das Ding ist einfach so und mit einmal verbrannt und tot und weg und... Nicht und geil. Gibt keinen. Genau, ich wollte auf jeden Fall einen Netherkampf aus dem Weg gehen. Und das haben wir geschafft. So, ich höre noch ein paar Skelette. Das haben wir gerade so gut geschafft. Aber jetzt halt die Frage, sind wir berechenbar, dass die Leute wissen, dass wir jetzt an unserer Team-Chest sind? Das ist halt die große Frage, wa? Um ehrlich zu sein, denke ich nicht. Ein bisschen Angst habe ich ja. Also wirklich, ich bin ein bisschen... Ja. Zuckerrohr habe ich jetzt eingepackt. Ich habe über einen Stack Pfeile. Ja, Ich habe 31 Pfeile. Willst du mir ein paar abgeben? Ja, ich kann dir ein paar abgeben, klar. Okay, gut, ich komme mal ganz kurz zu Mo. Ist oh. Da Revi. Eieiei. Die snipen wir uns bestimmt jetzt auszusnipen. Ja, super. Mehr Leute, kommt alle ran. Kommt alle ran. So. Yeah. Brau. Was schreien die da, Mann? Okay, was kann ich noch machen? Das kann rein. Diamanten. Ja, was sollen wir mitnehmen? Bücher auf jeden Fall mitnehmen. Bruchstein nehme ich auch mit. Ich bin übelst angespannt, Alter. Ich bin immer noch... Alter, mir schlackern die Beine. Alter, ich könnte wetten, ich habe da gerade einen Namen gesehen, Mann. What the fuck? Aber komm nochmal her, ich wollte dir noch ein paar Pfeile geben. Jo, warte. Okay, gut. Ja, also, ich gebe dir mal 10, dann ist mein Stack nämlich leer. Die Sache ist halt, Leute, wir brauchen unbedingt Eisen für einen Amboss noch. Sonst können wir gar nicht weiter enchanten. Unsere Rüstung auf Protection und so weiter. Dann ist noch ein Skelett. Wollen wir einfach irgendwo auf dieser Wiese in irgendeine Höhle reingehen? Ja, warte. Wir wollten doch erstmal alles Wichtige noch mitnehmen, oder? Ja, ich würde eigentlich... Guck mal, was brauchen wir denn jetzt alles noch? Gold ist hier zum Beispiel noch drin. Ja, nimm die 3 Gold mit. 3 sind das, das ist mein Inventar halt auch. Ich habe hier noch Redstone, aber das werden wir unten finden. Obsidian brauchen wir nicht weiter. Brauchen wir auch nicht. Lava-Eimer brauchen... Nehme ich mal mit, oder? Lava-Eimer... Ja... Ja, wenn du Platz dafür hast, ist jetzt nicht das Wichtigste, sagen wir so. Ja, ich weiß nicht, was ich hier noch raushauen soll. Ich habe Sand, ich habe die Smaragde tue ich mal raus. Die brauchen wir ja sicherlich eh nicht. Okay. Ich bin übelst aufgeregt. Aber ich hab auch gar nicht so viel Holz. Wir brauchen Holz. Ja, ich hab noch genug Holz, keine Sorge. Die Kohle lassen wir hier in den Öfen, weil dann baue ich jetzt die Öfen ab. Ja. Warte, ich höre jemanden. Das bin ich. Oh mein Gott, Franz! Oh, Junge! Alter! Aber gut, dass du jemanden hörst, ich meine... Oh, ja, mach mir mal bitte jetzt hier nicht so eine Angst. Nimm mal bitte noch die restliche Kohle mit, bitte. So. Zack, warte mal, dann nimm mal... Dann baue ich nämlich jetzt die Öfen ab und wir machen los, okay? Ja. So, dann machen wir jetzt nämlich los. Guck mal noch in die Team-Chest, was wir brauchen. Ob wir da noch irgendwas draus nimm brauchen. Nimm mal die Öfen noch. Okay. Ja, die Öfen, warte, kann ich einsammeln. Team-Chest habe ich eigentlich schon geguckt. Crafting-Table kann ich... Kies noch mitnehmen. Kies, habe ich einen Stack dabei? Nee, den habe ich da reingelegt. Weiß nicht, wer gereicht hat. Nimm du mal bitte mit. Okay, gut. Okay. Mehr brauchen wir eigentlich. So. Und Holz nehmen wir mit. Crafting Table ist auch safe. Die Jukebox lassen wir leider zurück. Es tut mir herzensleid, aber wir werden zurückkommen. Ich verspreche es dir, Jukebox. Okay, komm. Lass uns jetzt einfach direkt in die Höhle gehen. Okay, warte, ich komme.
Ich komm. Warte, lass hier noch Dirt dazu machen, damit da nicht sinnlos jemand drin in eine Falle wütet, weil er es findet. So, warte, ich komme, Franz. Ja, warte, ich gebe dir ein Skelett. Wollen wir einfach hier irgendwo reingehen? Naja, noch ein Stückchen laufen können wir schon noch, oder? Ja, das schon. Zack, Essen nach unten. Alter, ich muss erstmal kurz auf mein Leben klarkommen. Ich muss erstmal. Die hätten sich irgendwie ein bisschen näher an uns einloggen sollen, hätten sie uns vielleicht gekriegt. Ja, gut, so? Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man Schutzzeit hat, wie sich das so verträgt, wenn zwei Leute direkt mit Schutzzeit nebeneinander spawnen. Die Sache ist halt auch, wir hätten theoretisch total assi unter den Lava platzieren können und so weiter. Das weiß ich auch gar nicht, wie das da so ist, weißt du? Nein, das ist verboten. Ja, eben. Keinerlei Spawn-Traps und so, das würde direkt... Wir haben gerade erst einen Strike bekommen. Ich dachte jetzt so vorbereitete Spawn-Traps sind verboten. Aber ich meine, eine Hexe kann dann ja auch in dieser 10-Sekunden-Schutzzeit angreifen und wir können wahrscheinlich auch unter jemanden Lava setzen, was aber total assi wäre. Ich guck einfach gerade immer noch mal so rein in die Gruppe, ob schon einer irgendwie was schreibt oder so, oder ob es gleich schon heißt, ne, wir kommen jetzt und wir essen euch. Aber es ist alles noch clean. Was ist denn hier los? Guck mal hier. Wollen wir hier rein? Was ist hier? Bist du hinter mir? Das findet man doch sofort, oder? Ist doch egal. Ich meine, so lange werden wir jetzt auch nicht meinen. Wir brauchen nur ein bisschen Zeug. Ja, wir müssen eigentlich noch mal runter auf Strip-Mine-Höhe, etc. So, Kohle ein bisschen mitnehmen, oder? Ja, nimm ruhig mit. Ah, kann ich eh nicht aufsammeln. Müsstest du aufsammeln, außer ich werfe jetzt hier die... Hast du noch ein Kaninchenfell? Nope. Soll ich die drei Kaninchenfell wegwerfen? Ah, ist auch ärgerlich, wenn ich die jetzt wegwerfe. Hast du noch Eisen? Ja, 10. 10, okay, weil ich brauche gleich auf jeden Fall nochmal eine Spitzhacke. Ich habe gar keine mehr. Hier ist Eisen. Eisen brauchen wir unbedingt. Bau mal ab, nimm mit. Ja, warte, was soll ich austauschen? Ich muss auch gucken. Ich lass Hast Erde du Federn? Hier. Hast du Federn im Inventar? Ja, ich habe Federn mit. Dann warte, komm, nimm die hier. Hast du Federn? Ja. Zwei Stück nur, aber egal. Ich habe auch nicht so viele Fackeln, aber scheiß drauf. Die platzieren wir. Ah, nee, warte, die lassen wir hier am Anfang der Höhle, auch wenn es jetzt dunkel ist. Wir vergessen die nur, die abzubauen, und das wird uns zur Gefahr. Ja. Okay, gehen wir hier runter irgendwie? Ja. Also, ich brauche hundertprozentig gleich eine neue Spitzhacke. Wahrscheinlich gleich sogar. Zack, und. Immer noch da. Ich bin permanent schon wieder so angespannt, das merkt man richtig an. Oh, so, hier geht's nicht nach unten. Die Höhle ist schon wieder vorbei, wa? Hier ist noch Eisen. Oh, ist Eisen. Ja, wollen wir jetzt nicht nach unten bauen? Direkt hier in die Höhle rein? Warte, so. Okay, ja, warte, komm. Kannst du das Eisen aufsammeln? Sonst muss ich was fürs Eisen wegwerfen. Ja, soll ich Cobblestone wegwerfen? Nee, passt schon. Ich hab... Okay, gut. Wollen wir hier runter? Ja, geh da runter. Ah, ich nehme die Fackel noch mit, warte. Ja, mein Spitzhack ist eh gleich kaputt, nur daher... Ja, mein ist kaputt. warte, ich baue weiter. Kannst du mir kurz Eisen geben? Oder bau du weiter, ich halt Wache. Okay? Dann, ja, warte. Da gib mir ein bisschen, Dankeschön. Okay. Crafting Table kann ich aufsammeln, wenn du welche hast. Hab ich schon welche mit. Also ich habe komischerweise 5 Stück dabei, also wenn alles hart auf hart kommt, dann hast du ein paar Crafting Tables. Wir haben mindestens Crafting Table. Hast du ein paar Fackeln, um die hier irgendwie zu setzen? Ja. Haben wir Cleanstone? Sollten wir mal kurz einen Cleanstone machen, dann könnten wir das hier nämlich wieder verschließen. Cleanstone haben wir jetzt, glaube ich, nicht. Warte mal, aber hier ist doch dieses... Wir haben an der Stelle gebaut, wo es dieses Dio da André lalala gab. Das ist okay. Alles mit Absicht. Okay, gut. Ich platziere mal ein paar Fackeln, oder? Ja. Aber das sind meine letzten, Franz. Och Mensch. Warte mal, ich gehe jetzt mal ein bisschen anders nach unten. Er wird in 30 Sekunden gekickt. Hier ist Eisen. Ich hoffe, wir werden jetzt auch gleich gekickt, weil... Wir werden gleich gekickt. Zack, zack, zack. Und hier ist auch nochmal was. Okay, bitte, ich will jetzt bitte endlich gekickt werden, bitte. Warte mal, welche Höhe sind wir gerade? Pass auf, bau dich nicht zu krass, nicht, dass es irgendwie... Nee, alles gut. Ich verschließe den Gang hinter uns auch mal ein bisschen, okay, ja. Damit es ein bisschen... Okay, in 10 Sekunden wird er gekickt, wir sind auf Höhe 31, 29, ist nicht mehr so weit. Wir müssen noch ein ganzes Stück... Okay, meine Spitzhacke ist wieder kaputt, hast du noch eine? Okay, nee, noch eine habe ich nicht, aber ich habe noch 10 Eisen, hier, bitteschön. Sammel das mal noch auf. Ja, mach eine Workbench. Workbench machen? Ich habe auch noch hier 5 Stück dabei, oder? So, warte, zack, bitteschön. Dankeschön. Dann reiße ich die nämlich gleich wieder ab, wenn du die nicht mehr brauchst. Dann nimm einfach gleich die Blöcke wieder, ja, genau. Okay, nehme ich gleich wieder mit. Hier liegen jetzt noch Sticks, die kannst du gerne mitnehmen. Ja, die kann ich aufsammeln, ich habe Sticks. Kohle. Oh, weiter geht's. Wie tief müssen wir noch? Wir sind auf Höhe 21. Wollen wir auf Höhe 11 oder wie? Ja, ich würde sagen, wir machen wieder unsere kleine Farm-Taktik. Vielleicht finden wir wieder eine Höhle oder zufälligerweise noch Mineshaft oder so. Ja, wäre natürlich fett. Okay, Höhe 13. Und Höhe 11 wäre hier dann. Okay. Dir ist kein Spaß. Ja, wir müssen jetzt wie dein Eisen noch brennen, dass ich mir eine neue... Ja gut, dann mach mal einen Ofen hin. Warte, kannst du hier mal eine kleine Kuhle reinschlagen oder so? Ja, auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Dann, ich habe hier ja genug Öfen. So. Schlag mal hier noch eine weitere Kuhle. So, hier ist Lava irgendwo.
Ja, ich höre es auch. So, hier sind ein paar Öfen. Platzierst ein bisschen Zeug rein und dann können wir es gleich brennen. Ich habe mal ein bisschen Kohle schon reingetan. Okay. So. Und Netherquarz habe ich gerade übersehen. Hätte ich eigentlich weglassen können. Habe ich jetzt sinnlos ein bisschen runter platziert. Können wir ein bisschen Quarz hier unten in der Höhle bauen. Yeah. Ist eigentlich hast du das Zeug mitgenommen aus dem Nether, oder was? Ja, das habe ich aus dem Nether. Alter, immer wenn da drüben auf Discord so eine Nachricht aufploppt, kriege ich die übelste Anfälle. Okay, wir werden jetzt gekickt, Franz. Alles ist im grünen Bereich. 30. Okay, Franz, wir haben es überlebt, Mann. Ich sah wirklich, ich wusste nicht, ob uns heute Nacht schon. Ich hatte keine Ahnung. Aber ich hatte die so ein bisschen auf dem Kicker irgendwie. Keine Ahnung. Es hätte halt auch ganz schön in die Hose gehen können. Aber jetzt werden wir gleich gekickt. Wir werden gleich gekickt. Wir werden sicher, gleich jemand. Gekickt. Digga, ich hatte abgeschlossen. Ich hatte mein letztes Gebet gesprochen. Ich hatte abgeschlossen. Jetzt no joke. Ich dachte, okay. Gut, Leute. Das war's mit der Folge. Wir leben noch. Unglaublich. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen bei einer neuen Folge wieder. Macht's gut bis dahin und tschüss. Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit.